Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, das ist wieder mal ein ganz kleines kurzes Update-Video, also ein Uncut-Video, was so nicht geschnitten oder bearbeitet ist. Und zwar habe ich ja in einem der letzten Videos habe ich ja gesagt, dass ich vor kurzem, also dass ich damals, was heißt damals, dass ich dann die alte Arena der Ameisen, weil sie haben ja eine neue, dass ich die mit Sandlehm gefüllt habe, mehr oder weniger komplett. Und ja, heute ist das Update dazu. Ich muss sagen, es ist schon, ich würde sagen, ich muss sagen, die 2 Tage nachdem ich das Ganze befüllt habe, sah es eigentlich schon fast so aus wie jetzt, aber ich bin jetzt dazu gekommen, das Video zu machen. Also die Ameisen haben wirklich sehr fleißig da gearbeitet. Ich habe auf jeden Fall noch die Heizmatte hier jetzt platziert und ja, man sieht es vielleicht, da unten haben sie komplett durchgegraben, so wie hier hinten. Ich möchte es aber jetzt nicht genauer zeigen, weil das stört die Ameisen wahrscheinlich. Also, das heißt, sie haben wirklich sehr, sehr viel da drin gegraben. Und ja, die Königin ist auch umgezogen. Ich würde sagen, 3, 4 Tage nachdem ich das Ganze befüllt habe. Hier ist jetzt nur noch Körnerlager. Wie man da hinten bemerkt. Ja. Und hier sind auch nicht mehr so viele Ameisen. Und genau. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Das war ja schon das Update, so kann man sagen. Aber sie haben es hier halt schon, ich weiß natürlich nicht, wie sie da, wie viel sie genau gegraben haben, aber sie haben schon sehr viel hier drin gegraben. Und ja, da habe ich jetzt ein Problem, und zwar, man sieht es auf der Kamera, also auf dem Handy nicht so gut, aber ursprünglich war es mal überall, würde ich sagen, so hoch wie hier. Das heißt, hier sind ungefähr noch 3 cm übrig. Bis zum Deckel, damit sie auch nicht ausbüchsen. Ich den Deckel aufmache und da war auch ursprünglich Ausbruchschutz befestigt, aber naja, hier hinten haben die Ameisen das komplett aufgefüllt. Also diese 3 cm haben sie mit dem Bodengrund, den sie da rausgekriegt haben, komplett aufgefüllt, und wenn ich es jetzt aufmache, gehen die Ameisen sofort alle raus, also alle. Viele Ameisen gehen dann raus und ich kann es jetzt eigentlich leider nicht mehr befeuchten. Ich habe auch schon versucht, hier auf der Außenseite des Ausbruchsrahmens, also von diesem Rahmen hier, irgendwas drauf zu machen. Ich habe es mit Ausbruchschutz versucht, hat nicht funktioniert. Ja, meistens sind darüber gekommen, und auch ich habe auch Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband versucht darauf zu tun, einfach das halt kleben, die am meisten da weggehen. Aber naja, leider, wenn ich den Deckel aufmache, können die am meisten alles sofort raus, und deshalb bleibt mir, ich weiß auch nicht, ich kann jetzt halt das Ganze nicht mehr befeuchten, weil die am meisten das sofort raus können. Das Problem hatte ich halt auch schon hier, aber ich dachte halt, hier passiert das nicht, weil ich ja eben so viel Abstand gelassen habe. Naja, falls ihr irgendeine Idee habt, wie ich es irgendwie machen könnte, dass die hier nicht raus können über diesen Ausbruchsrand, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und ich könnte auch nicht einfach jetzt hier den Bodengrund wegmachen, weil erstens weiß ich nicht, wie viel sie darunter noch gegraben haben. Dann würde ich die Gänge zerstören, und zweitens würden sie das sofort wieder auftürmen. Und drittens, währenddessen würden wir wahrscheinlich sehr viele Ameisen abhauen. Naja. Ansonsten, naja, so sieht es jetzt aus. Hier hinten haben sie auch komplett das aufgetürmt und irgendwie an die Scheibe geklebt. Also gedingensbumst, rangetan, weil es halt hier feucht war und so. Naja, also hier war bis hier gefüllt ursprünglich. Jetzt haben sie es soweit noch aufgefüllt. Ich kann es nicht ändern. Aber ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Ich weiß nicht, ob ich es einfach gar nicht befeuchten kann, aber dann haben sie eben keine Feuchtigkeit so da drin. Oder ob ich es irgendwie durch diesen kleinen Schlitz hier zwischen dem Deckel und da oben irgendwie befeuchte. Ich habe gar keine Ahnung. Aber ja, das war es eigentlich mit dem Update hier. Ja, ist nicht viel passiert, außer dass die Ameisen da viel, viel gegraben haben. Was sollte sonst passieren? Und dass die Königin umgezogen ist, ja. Ansonsten, das nächste Video wird, ich verspreche es euch, ein Hamster-Video wieder. Ja, schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wie ich irgendwie machen kann, dass ich hier nicht rauskomme. Ansonsten war es das mit dem Update. Ja, bis zum nächsten Video und ciao.